Das Aus von Glasner bei Eintracht Frankfurt, das ist ja, wie ihr alle mitbekommen habt, beschlossene Sache. Der Verein hat es gestern offiziell bestätigt. Oliver Glasner wird den Verein nach der Saison verlassen. Er wird entlassen und damit ist natürlich auch klar, es wird ein neuer Trainer an der Seitenlinie gebraucht. Und genau da geht jetzt der Blick rüber zum FC Bayern München, denn man möchte wohl einen ehemaligen Trainer aus München nach Frankfurt holen. Um wen es sich da handelt und wer möglicherweise noch ein Kandidat ist bei Eintracht Frankfurt, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und natürlich auch ein Abo für den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga und natürlich auch solche Themen zu verpassen. Aber damit zurück zum Thema. Ja, man möchte wohl bei einem Ex-Trainer von Bayern München anfragen. Und nein, da ist nicht die Rede von Julian Nagelsmann, sondern von dessen Co-Trainer namens Dino Topmöller. Er wurde laut der Bild-Zeitung als absoluter Top-Kandidat in Frankfurt gehandelt und ist natürlich seit der Entlassung von Julian Nagelsmann aktuell vereinslos, bringt aber auf jeden Fall schon einiges an Erfahrung mit. Denn er ist eigentlich schon ja seit 2012 der Co-Trainer von Julian Nagelsmann, damals noch beim SV Mehring, dann ging es mit ihm zu RB Leipzig bis dann zum FC Bayern München, bis er dann am 24.03. mit Julian Nagelsmann gemeinsam entlassen wurde. Demnach wird er aktuell noch vom FC Bayern München bezahlt, aber es soll so sein, dass man ihn wahrscheinlich einfach umsonst bekommen würde. Aber es gibt noch einen weiteren Kandidaten und das ist Matthias Jaissle. Der ist aktuell Trainer bei RB Salzburg, hat da auch für sehr viel Aufsehen gesorgt und ist natürlich mit RB Salzburg auch, wie man das eigentlich von ihnen kennt, ziemlich erfolgreich. Die Liga gehört ja eigentlich mehr oder weniger da zum festen Titel jedes Jahr und da ist er aktuell mit RB Salzburg auch wieder auf Tabellenplatz 1. Er wird schon länger in Frankfurt gehandelt, ein Name, der jetzt auch mal wieder, den möchte ich jetzt einfach nur mal reinwerfen, ist Christian Ilzer. Der soll auch auf dem Zettel von Grösche stehen. Er ist Österreicher und seit 2020 bei Sturm Graz unter Vertrag, aber da gibt es jetzt noch nichts Konkreteres. Das war nur ein Name, der mal von Sky hier mit in den Raum reingeworfen wurde. Ja, aber wie gesagt, der wahrscheinlichste Name ist eben Dino Topmöller. Wäre, denke ich, ein Trainer, der schon sehr viel Erfahrung mitbringt, als Co-Trainer vor allem und jetzt natürlich auch irgendwann den Sprung zum echten Cheftrainer schaffen könnte. Und den vielleicht bei Eintracht Frankfurt? Was meint ihr? Eure Meinung? Gerne in die Kommentare.